Und damit würde ich sagen, wir sind da zu einer wunderbaren Runde des Road to Commode. Warum nicht mit Player 2? Es ist ja wohl eine solche Nummer. Ich will nicht Player 2 sein. Ich bin hier die Nummer 1! Einatmen. Das ist Ausatmen. Einatmen. Ausatmen. Grabwächter auf YouTube und Twitch. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Death Road to Commode. Ihr habt dafür gewotet, dass wir ein bisschen Multiplayer machen zum Umzugs-, Einweihungs-, Einzug. Und ja, ich bin jetzt hier bei dieser wunderbaren Zayo angekommen in Hessen. Und wir spielen ein bisschen Death Road to Canada, weil ungefähr so war auch mein Umzug. Nur mit weniger Untoten. Aber... Die Untoten wären aber cooler gewesen. Ja, ich hoffe, man hört dich, weil du bist wieder... Mega leise. Du bist weit weg vom Mikrofon und du summst mir ins Ohr. Ich muss mehr schreiben. Nein, du musst einfach mal lernen, wie man redet. Aber das sind andere Dinge. Wir machen ein New Game. Wir machen ein Game und ich möchte nicht Joey sein. Ich möchte ich selbst sein. Habe ich dich gelöscht? Ja. Ich habe dich gelöscht? Ja. Ich habe dich nicht gelöscht? Ja. Was? Ich habe dich gelöscht? Ja. Warum ich kreis, als du mit Mauf gespielt hast, hast du einfach hart ausgelöscht. Echt? Ja. Das gibt's doch gar nicht. Nein, wir dann. Das ist nicht okay. Ich hatte mal ein Outro, das stimmt. Wo hatte ich denn mein Outro? Welches meinst du denn? Ein richtiges Outro oder jetzt dieses, das neue, das etwas neuere? Das etwas neuere sind bei Videos wie den ersten Kingdom Hearts Folgen, da könntest du noch Glück haben. Oder Terranigma Folgen frühe. Da könntest du das Outro finden. Ich kann das jetzt leider nicht hier einspielen. Wir gucken mal bei Random, was dabei rauskommt, dann können wir mal von da aus justieren. Für die Sayo. Guck mal hier, die Annabelle. Die Annabelle ist doch eine interessante Sayo. Mach du selber. Ja klar, natürlich. Ich geh weg, aber sonst wird... Das ist ja klar. Sayo, ja? Du kannst ganz in Ruhe spielen und auch eventuell sprechen. Red über deinen Charakter. Was soll dein Charakter sein? Beschreibe deinen Charakter. Los. Ah, zu schnell. Also mein Charakter ist natürlich, wie immer, etwas mit Heilung. Ah, nein, das macht mich nervös. Du redest aber nicht. Und charmant, eindeutig. Ja. Warum? Warum bist du jetzt rausgegangen? Ich hab Agathol. Du hast kein... Das ist diese Taste. Ja. Dann nimmst du jetzt Hermine. Ach, okay. Sayo. Sayo Mine. Perks, los. Also du bist ein was für ein Charakter? Ein charmanter Heiler. Mag ich die Musik leiser machen? Klar. Vielleicht so. Wenn es noch schlimmer wird, dann immer sagen. Du bist ein charmanter Heiler, dann mach mal. Ja. Ja. Okay. Okay, du bist also ein charmanter Heiler. Du möchtest, ja. Möchtest wirklich so aussehen. Hä? Ja. Okay. Dann machen wir dein Smugface mal so mit. Das unternehmen wir. Haare. Sag stopp. Ja, machen wir so. So? Und ja. So? Oder rot. So? Rot. Rot, okay. Rot. Skin Color. So. Ja, das geht schon. Keine lustigen Hut? Nein, danke. Keine lustigen Hüte für Sayo. Okay. Toll. Dann speichern wir dich mal auf diesem leeren Slot. Ist doch kein Problem.
Guck mal, ich gehe mit und Shun geht mit. Oder auch die Sayo. Was? Hey. Scheiße. Was möchtest du denn für ein... Was sollen wir denn spielen? Weil wir können ja jetzt ganz viele spielen. Wir können ja die Deadly Road spielen. 30% mehr Gefahr, 30% mehr Excitement und 30% mehr Zombies. Und außerdem sind Banditen ziemlich Arschlöcher. Wir können die lange Straße nehmen, die 25 Tage ist anstatt 15. Und wir können ganz kurz machen. Nur eine 8, nur eine 9 Tage Strecke nach Kanada. Die Kurzstrecke nach Kanada. Und wir können natürlich wieder Rare Characters nehmen oder sowas. Also Rare wäre natürlich cool. Rare Characters ist immer ganz cool, finde ich auch. Ja. Ja, dann lass uns doch mal los. Auf der Todesstraße nach Kanada. Und wir haben gehört, dass Kanada ziemlich sicher ist. Also fahren wir von Florida nach oben. Hit the road, Jack. Wo wollen wir denn als erstes hin? Wir wechseln immer die Entscheidung ab und du musst begründen, warum. Der erste Stop auf unserer Reise. Wohin? Dann gehen wir doch erstmal zum Markt. Weil wir brauchen Essen. Okay, ja. Und Munition, wir brauchen alles, deswegen Markt. Gut. Ich habe nichts. Das ist natürlich nice. Und du hast ein Messer. Warum habe ich denn nichts? Warum bin ich denn so ein Nichtsmensch? Ach, weil ich ein Martial Artist bin. Natürlich. Meine Hand. Ich bin wie Chris Redfield. Meine Hand ist die wahre Bedrohung für die Zombie-Banden. Heya! Heya! Good eye! Kann man die Dinge nochmal aufheben? Tja, wenn du das wüsstest, ne? Es gibt nur 2 Tasten. Hast du gerade auch deine Hand genommen, weil du dein Messer nicht nutzen willst, oder was? Liegt da Stromkabel? What the fuck? Habt ihr gesehen? So macht man das, als wahrer Zombie-Jäger. Ein Zombie-Bein! Dann nehme ich das als Waffe. Pam! Beste Waffe. Komm, ich bin Martial Artist. Natürlich ist auch ein Bein eine Waffe. Natürlich wusste ich nicht, dass das Bein meines Feindes eine Waffe ist. Aber egal! Vor allem, der Fuß sieht so ekelhaft aus. I. Ganz sicher, dass das ein Fuß ist. Das ist bestimmt ein Fuß. Das sieht nicht gesund aus. Ich bin ziemlich erschöpft schon. Guck mal, ich schwitze den ganzen Boden voll. Nicht okay. Weil du mir einfach nicht hilfst im Kampf. Vielleicht rutschen die Zombies drauf aus. Oh ja, das machen die bestimmt. Warum gibt's hier nur Toiletten? Und Toilettengas. Was soll das? Dieses Kanada ist noch weit weg, wenn wir weiter so looten. Na super. Dann lass uns mal wieder weggehen. Yay. Toller Walmart Raid. Hier ist ja gar nichts mehr gewesen. Entschuldigung. Ja, ich meine ja nur. Wir hätten ruhig mal was nehmen können, wo mehr Loot gewesen ist. Guck mal, wir haben... Dann mach du doch die bessere Entscheidung. Ich mache jetzt auch die bessere Entscheidung. Der Chat wartet und baut darauf. Außerdem ist mir das schlechte Wetter egal. Dir auch. Meine Attitude ist high. Yeah. Ah. Nicht so. Oh. Oh nein, du hast dich geschnitten. Ja, das ist problematisch. Oh Gott, was wollen wir mit deinem Arm machen? Willst du es... Willst du es kauterisieren? Du solltest deine Wunde kauterisieren. Das ist immer eine gute Idee. Du bist dran mit entscheiden. Ich bin dran mit entscheiden. Oh, das wird dir gefallen. So einen richtig schön abgebrannten Stumpen als Arm. Oh, nein. Ich denke, du versuchst es zu... Ich meine, du bist ja Arzt. Du wirst es irgendwie hinkriegen. Du hast die Wunde schlimmer gemacht, aber die... Naja, gut. Deine Medizin ist schlecht. Dafür, dass du... Toller Mediziner. Toller Mediziner, du bist dran. Die beste Medizinerin, die es je gegeben hat. Auf dem Planeten Erde. Ja. Na sie, Alter. Dann gehen wir ins Safe House. Na, mach doch.
Was will ich denn? Natürlich nehme ich das Zombiebein mit. Was ist denn mit dir los? Das sind einfach zwei Macheten, aber zwei Messer dabei. Ja, aber ich bin, glaube ich, nicht sehr stark. Ich bin sehr schnell erschöpft. Safe, ein Safe House? Ja. Das ist natürlich nice. Vielleicht kriegen wir einen Rea-Charakter. Ein Kakakter, wie man auch im Fachjargon sagt. Lass uns weitergehen. Zombies interessieren mich nicht. Der wahre Feind in einer Zombie-Kalypse. In einer Zombielypse. Der wahre Feind in einer Zombielypse ist der Mensch. So deep. Ist das nicht immer so? Ja. Brumm, brumm! Sag ich, während ich mit meinem Brumm zuschlage. Sehr kindisch. Nein. Renn halt nicht, guck mal, ist eine Handtasche, mit der du zuschlagen kannst. Sehr schön. Endlich mal eine Waffe, die Frau braucht. Die moderne Frau. Oh mein Gott. Eine Cowboy-Rifle. I take sie. Ich wollte dich nicht mit den Zombie-Boys allein lassen. Eigentlich nicht. Aber... Irgendwie schon, ne? Ja, irgendwie wollte ich einfach gucken, was passiert. Kann ich den Brumm mal liegen lassen? Dankeschön. Niemand will einen Besen in einer Zombie-Apokalypse als Waffe nehmen. Wieso nicht? Ich du könntest die überhaupt nicht verstehen. Du könntest die Handtasche nehmen, von daher. Ein Glock. Guck mal, ich bin so stark, ich kann Tische aufheben. Wie im echten Leben. Und du weißt es, ich bin umgezogen wie ein Mann. Nein? Doch. Doch, doch, du bist schon umgezogen. Du warst schon ein Mann irgendwie, glaube ich. Du machst mir echt Spaß. Ich weiß nicht, ob der Chat das wissen will. Was denn, dass ich ein Mann bin? Ja. Lass dich nicht essen von den Zomboys. Gib mir mehr. Wo ist denn der hin? Hä? Ist es doch ein Safehouse oder nicht? Ja, aber scheinbar gibt's hier niemanden. Klar, aber mich nicht voll. Es muss einen geben. Ich will sofort, dass hier jemand ist, den ich retten kann. Mit meinen großen, starken Händen. Da war er doch. Da sind auch zwei. Was? Verwirr mich nicht so. Dieses Kanada ist ganz schön gefährlich, wenn man nur zu zweit unterwegs ist. Wurde bestimmt schon gefressen und wir haben ihn garantiert schon erledigt. Vielleicht ist es einfach nur ein. Ah, gut, ein Lost Safe House kann auch sein, dass da meiner drin war. Oder dass es halt wirklich ein Safe House ist, wie bei Left 4 Dead. Das ist halt so eine Art Panic Room. Ja. Weißt du, wo du dann sagst, okay, hey, ja, cool, das. Hier kann man Essen finden und andere Dinge. Aber ich meine, Essen gefunden haben wir ja relativ viele, auch gute Medizinsupplies, ja. Womit du deinen Arm definitiv stitchen kannst. Ich hätte dich einfach dazu bringen sollen, deine blöde Wunde zu kauterisieren. Ich meine, komm schon, wie witzig wäre das gewesen, wenn du mit so einem abgestumpelten Arm nach Kanada ankommst. Wenn ich denn in Kanada ankomme. Du weißt, dass du nicht in Kanada ankommst. Und du weißt warum. Wir werden wieder auf ihn treffen und du wirst ihn fluchen. Nein, niemals. Wir kriegen... Niemals. Nein, das wird nicht passieren. Oh, lass mich nicht nochmal töten. Du wirst dich töten lassen von Jason. Mason. Von Mason natürlich. Hässlich. Wir hatten nicht genug Geld für den echten Namen. Ja. Ich weiß. Wie für das Rocky Trainingsintro. Toilet Loot. Gib mir den. Der wertvollste Loot. Guten Tag. Ist unhöflich, wenn man den Zombie nicht mal vor den Hinterkopf kloppt. Oder? Denke ich, sehe ich auch so. Lass mal mein Messer liegen. Alter, die sind voll zickig, die Zombies. Zickige Zombies. Ein Original-Track von Ustra. Bald auch in ihrem iTunes-Store. Jetzt musst du da nur noch ein paar Glöckchen unterlegen und dann kannst du es als Weihnachtsmusik verkaufen. Kling, kling, kling. Irgendwas mit Zombie. Ich hab vergessen, was ich gesagt habe. Kling. Zickige Zombies. Klingeling, ling, 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 ling. Zickige Zombies ruinieren dir das Weihnachtsfest. Sie wollen dir den Braten stehlen. Oh mein Gott.
Lauf, 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 lass die Frau, lass die Frau, lass die Frau, lass die Frau, lass die Frau im Hintergrund, lass die Frau, ich fahr mal. Du willst mich jetzt also doch hier lassen? Nein, die Zombiefrau, die da war. Hast die auch gesehen, ne? Okay, dann halt nicht. Der Chat ist so leise. Ich glaube, wir werden, wir sind einfach nicht mehr da. 13 Tage noch nach Kanada. Yay, klingt. What? Super Buffe Banditen? Scheiße. Sie wollen 9 Futter. Ich könnte sie zu einem Pose-Off challengen. Reißt sich das T-Shirt runter. I'm a man. Und dann erinnern sie sich an den Sexy Ostrei-Kalender, den sie sich immer gewünscht haben, den es aber niemals gab. Das ist nicht okay. Komm rüber, hier ist schön warm. Was machen wir denn jetzt? Bezahlen wir das? Wie viel essen wir? 20, wir können das bezahlen. Oder du machst das Pose auf. Das ist deine Entscheidung. Ich pose ich auf. Ostra challenges Bennett to pose off. He managed to somehow beat the bandits in bodybuilding competition. Both in the flexing. Also, ja, ich habe sie einfach in einem Body. Ich habe mich einfach hart eingeölt und da waren die mega beeindruckt von. Sexy, jawohl. Ich bin dadurch stärker geworden. Außerdem ist meine Moral böse gestiegen. Deine übrigens auch, weil ich so sexy bin. Überträgt sich das einfach auf dich mit. Techwolf, danke schön, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. I'm the best around. Niemand besiegt mich im Flex Contest. I'm the best around. Das tut so richtig gut, solche Sachen. Wenn du sowas gewinnst, dann weißt du ganz genau, wo du bist. Auf der richtigen Position. Hallo. Be kind to animals. This guy looks ominous. I'm a special agent on a special mission. It's a zombie war zone out there. I promise I won't betray you. By Dead Nine Pistol. Can't spare the recruit him. Ich meine, ich habe das Pose-Off gewonnen. Wir haben uns eigentlich eine Waffe verdient. Sollen wir die Knarre nehmen? Du bist ja relativ gut mit Guns, wahrscheinlich dann später wieder. The group buys the Dead Nine. Big revolver power, little pistol speed. This gun has never let me down. It won't betray you. Naja, ich habe das Gefühl, der wird uns. Ich hab das Gefühl, die Waffe wird uns betrügen. Ich möchte keine Cowboy-Rifle kaufen. Wir müssen mit unserem Essen sparsam sein. Ostra. Krieg doch Mayo umsonst. Fuck. Wir sollen das Camp verlassen. Das hast du toll gemacht. Hättest du mir nicht mal machen lassen sollen. Ja, das ist korrekt. Das tut mir leid. Guck mal, wie gut es mir aber geht. Platz für Freude. Nein. Sollen wir Octodad mitnehmen? Die Gruppe findet einen nun merkwürdigen Überlebenden in einem verlassenen Aquarium. Er sieht aus wie eine freundliche Person. Er trägt ein Claymore dabei und einen großen Sack Supplies. Ein Claymore? Er hat ein fucking Claymore dabei. Octodad, to the rescue. It takes bloop. About 15 minutes to open the car door. Get in the car and put a seatbelt on. During this, the Claymore and supplies get dropped into a nearby toilet. Na, ich bin Christian, schön dich zu sehen. Octodad. Fuck you! Und jetzt voll gar kein Leben! Kannst du jetzt ditchen? Oder ist, ist das einfach sein Grundleben? On a siege. Aber. Oh, diese Knarre ist gut. Achso, ich habe auch eine. Cool, ich nehme das Zombiebein mal weg. Du kannst natürlich dann die Knarrete nehmen, ne?
lieber das Pfeil mitnehmen als Messer. Achso, ja, ich wollte die Rifle behalten, wenn das okay für dich ist, sonst nimm du die Rifle. Klar. Und Blurb hat eventuell eine Kitchen Knife dabei, weil. Nee. Erstmal rein. Erstmal rein. Die Kettensäge! Chainsaw, Motherfucker! Ich will nicht die Spy Club mitnehmen. Heavy Weapon, Heavy Weapon! Du solltest eventuell. Oh mein Gott, ist die heavy. Ach ja, ich bin ja super stark. I'm strong. Yes! Er kann nicht kämpfen. Er kann nicht kämpfen. Er sagt nur Blurb. Nein. Du musst die Küche noch aufmachen. Jo. Oh. Heavy Weapon. Oh shit. Wir fuckt! Aber ich kann mich eben ausruhen, das ist ganz gut. Lass uns in Ruhe. Ich musste die Waffe doch mal ausprobieren. Die ist gut, anscheinend. Gut. Oh, super. Easy. Easy Siege. Aber ist doch die erste, was soll's denn? Und wir haben Octodetta-Kriege dazu. Er kann nicht kämpfen. Er ist also nur dafür da, geopfert zu werden. Er sieht nur smack aus. Du darfst das nächste gefährliche Etwas anfassen. Octodad. Oh, wir haben auch richtig Stuff gekriegt. Und nochmal neue Ammo für dich. Nice. Das ist gut. Octodad, kriech in diesen Trank und hol Gas. Oh, gute Frage. Ja, wir sollten dich in Medizin volle Möhre ausbilden. Oder weiter auf Stärke gehen. Um uns strong zu machen. Ich hätte schon gern. Ja, ich glaube, die Medizin. Dann sparen wir ohne Ende Medizin. Gut, ja. Mach mal. Jetzt ist deine Medizin nämlich richtig gut dabei. Nice. Eine Folge RimWorld gesehen. Da können wir bald auch einen Stream machen. Ich weiß nicht, wie es morgen aussieht. Eventuell können wir morgen auch nochmal live sein. Das muss ich auch mit Frauchen absprechen. Das müssen wir mal gucken, wie weit wir morgen kommen. Ja. Oh mein Gott, du guckst mich so böse an. Was war los? Was? Nein, wir müssen ja erst gucken, wie morgen generell. Ja. Das ist klar. So, wir können die ganze Nacht rausgehen und Holz hacken. Ich könnte die ganze Nacht Holz hacken, das würde mir nichts ausmachen. Oder wir gehen einfach schlafen. Mir ist es egal. Ich weiß nicht, was bringt uns das Holz denn? Nichts. Die Moral geht hoch. Okay. Aber dann bin ich halt müde am nächsten Tag. Das macht mir aber nichts. Weil die Siege haben wir ja gerade vorbei. Ich glaube, ich gehe Holz hacken. Mhm. Weil meine Stärke noch heftiger wird, wisst ihr? Und durch das Feuer werden wir moralisch besser. Ah, okay. Sind aber erst 4 Folgen folgenreich RimWorld. Das macht nix. Ich habe einfach Bock auf RimWorld. Und ich glaube, die 4 Folgen lasse ich euch und mache einfach RimWorld nochmal so. Weil wir mussten ja nochmal von vorne anfangen durch den Patch. Entschuldigung, dass ich das so weit weggestellt habe. Und ich denke mal, da können wir dann nochmal weitermachen und nochmal ein bisschen nach vorne pushen, bevor ich dann folgenreich dafür nehme. Ich denke, das ist eine gute Idee. Ja, ich weiß, ich bin müde, aber ich bin auch strong. Von daher ist es egal. Und wir sind super happy. Wir sind alle. Wow, John! Na komm. Komm mit, komm. Onwards to Canada. Achso, übrigens, wir werden jeden Charakter mitnehmen und immer den. Ja, genau, und dann immer den, der länger dabei ist, austauschen. Genau. Also dich als nächstes. Nein, wir beide bleiben natürlich. Wo wollen wir hin? Oh, warte mal, wir müssen mal gucken. Wir können natürlich die Mall Rescue machen. Rescue bedeutet natürlich, da ist auf jeden Fall ein Charakter. Ja, da ist ja auch einer. Achso, ja. Aber in der Mall ist natürlich Essen. In der Factory wird kein Essen sein. Nehmen wir Mall. Ja. Mall. Ich hoffe, wir sind gut zu hören übrigens. Wollen wir? Ja. Mall. Geht's. Aufs Mall. Es ist late night, du hältst das Ding. Ist das Messer weggeworfen? Er hat das Messer weggeworfen. Der verdammte Drecksack. Ich habe noch eine Kettensäge dabei übrigens. Er gibt doch North lieber die Taschenlampe, bevor Lob das wieder wegwirft. Ich habe ja, er hat gar nichts. Ich habe eine mitgenommen, weil ich ja keine Waffe brauche. Oh nee, du hast keine Ahnung.
Ich werde die Rifle nicht mitnehmen. Ich werde auch eine Taschenlampe mitnehmen damit und viel Tragekapazität haben. North Station werde ich einfach nur so eine Axt nehmen, so ist besser. Okay. Weil ich. Hi. Eine Angel, nice. Wer hat die Angel kaputt gemacht? Habe ich die selber aufgehoben? Ich hoffe nicht. Oh, das würde mich so ärgern. Eine Angel wäre so gut gewesen für die Events. Oh, das ärgert mich jetzt aber. Dann muss ich erstmal eine Leiche hochheben. Komm her. Ich muss aufpassen, ich bin natürlich immer noch ohne Shoddy. Shoddy! Ah, ich bin nur noch leicht müde. Wie kommt das? Ich war nur ein bisschen Holzhacken im Wald, hab mich eingeölt. Ist kein Ding. Ah, das blinkt immer so auf. Ich habe mich gefragt, warum das so aufblinkt, aber es ist wegen der Taschenlampe. Okay. Ne, weil ich ja das Licht sozusagen beim Hauen dann. War das gut? Ja. Hast du dich fressen lassen von den Zombies? Ich hab mich anklammern lassen. Warum? Hast du verloren, wo du bist? Weil du bist gar nicht mit uns mitgelaufen. Gut. Passiert. Passiert dir am besten. Muss nur durch. Hat der gerade Zähne verloren, der Zombie? Octolette kann doch kämpfen? Nee, Octolette kann nicht kämpfen. Glaube ich. Hat er gekämpft? Ich hab nichts kämpfen sehen. Ich hab auch nichts kämpfen sehen, deswegen. Vielleicht finden wir einen super rare Character. Das ist natürlich super nice. Hier ist schon mal keiner drin. Hier ist so Toilet Loot. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was mag Face Octolette? Guckt nur blöd. Er hat den Knochen in der Hand. Nice. Alles in meine Toilette, bevor er ins Auto einsteigt. Under my umbrella, Ella, Ella, komm her! Jo, Zombie-Viecher. Viele Viecher. Willst du schießen? Oder ist es noch zu früh zu schießen? Ist noch zu früh, wa? I'm tired, ich bin müde. Fuck! Oh, ich bin so müde, dass ich kaum noch was reiße. Ich meine ernsthaft nichts mehr reise. Ja, muss schießen. Genau, schön lange Zeit lassen. Ein Schuss an Treffer mit der Knarre. Bombastische Kanone! Gut, dass wir die gekauft haben. 10 Futter? Und es ist. Breach! Okay. Das hat Spaß gemacht. Das machen wir nie wieder. Alter. Lass uns erst gucken, ob wir vielleicht hier den Typen finden, den wir rescuen sollen. Das ist natürlich mega gut. Wie viele Was ist das? Ist das wirklich eine Mall? Wie groß das ist? Oh. Noch mehr Kassen. Der hat etwas gekämpft. Du hast noch 5. 5 Schuss. Das wird ja ein Abenteuer. Jetzt hat er einen Regenschirm, stimmt. Octolette. Aber er kann nicht viel. Aber er kann wenigstens irgendwas. Das ist ja schon mal was. Hier ist nichts drin. Wir können einfach wieder gehen. Zombies umbringen bringt nichts. Alles gut? Okay. Nur gerade konzentriert, nicht zu sterben. Ja, kenne ich. Tischtennisschläger. Fuck. Oh, ein Horn. Ein Airhorn. Nehme ich mit. Also das wirft die um. Interessant. Ist interessant, ne? Aber ich bin jetzt voll bis oben hin. Shit. Hallo. Wer du bist? Sean? Sian? Sian Connori? Ja, komm mit. Auf geht's. Folge mir. Komm in mir, wenn du leben willst. Auf geht's. Was habe ich gesagt? Ich glaube, wir müssen noch hier hoch. Da waren wir noch nicht. Oh, die Wände waren in Agro, ey. Das mit dem Airhorn, wa? Ja. Ich habe keine Shotgun-Muni. Wir müssen uns hier wieder raus! Schnell!
Zum Batmobil! Oder wo auch immer hin wir gehen. Weiß ich nicht. Weißt du, wo wir herkommen? Nein? Nein. Okay. Hier wurdest du angeknabbert. Das ist gut, dann kamen wir von hier. Ich glaube, wir gehen ein. Oh Gott! Oh Gott! Ja, prügelt euch für mich! Go, go, go! Den da auch noch! Und den auch! Und die alle da! Oh mein Gott! Fuck me hard! Los, tötet sie! Das kann nicht wahr sein. Wir müssen die besiegen. Wir müssen da durch. Ah. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Jetzt. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang. Okay. Sean? Fitnesstraining? Mhm. Oh, weil Fitness ist mega gut. Oh. Fitness ist mega gut. Getting in shape. Und das ist natürlich geheilt, weil du hast so viel Kenntnis. No, Station Reading, Sneeze. Warum macht man sowas? Warum macht man so? John, warum machst du sowas? Das nächste darf ich wieder entscheiden, ja. Ich wusste, dass er sich natürlich selber verletzt. War ja klar. Wieso, er haut sich selber ja, auf die Nase. Aber warum machst du es? Ich weiß nicht, warum er das macht. Ich weiß nicht, warum er sich selber schlägt. Hör auf, dich zu schlagen, John. Es ist ein alter Trick, dass er nicht mehr niesen muss. Er niest nicht mehr. Außerdem kannst du ihn verarzten. Ich will, dass er nicht langweilig wird. Was für ein Massaker, das stimmt, John. Wir gehen einfach pennen. Und jetzt bin ich auch nicht mehr müde. Boah, guck mal, wie gut es uns geht. Und wir haben kaum zu essen. Nur das entscheiden. So, also die Straße ist überflutet. Wir könnten zwar durchfahren, wir könnten drumherum fahren oder wir können... Yeeha! 63 Gas haben wir verloren durch die kleinen Umweg, den du genommen hast. Den auch so kleinen Umweg. Ach, wir machen, das ist ganz schnell. Wir fahren eben nur da hinten lang, sagt Sayo. Ich kenne eine Abkürzung. Wir haben nichts mehr an Gas. Wir haben kein zu essen mehr. Es ist mitten in der Nacht. Wir werden alle sterben. Und der einzige Rare-Character, den wir gesehen haben, ist fucking unnütz Octodad. Hä? Was ist das denn für das Bike Club? The V-Hammer. Oh, geil. Hat er den einfach aufgehoben, den V-Hammer? Nimm die Axt. Den V-Hammer nehme ich mal. Ihr könnt mit dieser Responsibility nicht umgehen. Ich mach den schon. Brauchst du eine Knarre? Ja. Nee. Ich sehe vier Leute gleich zu Fuß gehen. Ja. Ja. Wir können nicht mehr die Kettensäcke benutzen, weil wir haben nicht die Kettensäcke. Was machen wir mit? Hier? Nix machen wir damit. Oh. Außer du willst die mitnehmen. Du willst dir nicht irgendwie so einen random NPC geben. Also entweder du nimmst die mit oder wir lassen die zu Hause. Tennisschläger. Direkt. Ja, das ist der Spirit. Komm! Jawollo! Nahkampf! Bumm! Hansdampf, Nahkampf! Hast du das gesehen, wie es geht? Bumm! Was ist das überhaupt? Shop and go? Ach ja, Desperate to Canada hatte übrigens ein relativ großes Update. Oh, ein Popotank. Oh, ist gefährlich. Weg. Okay. Hatte ein relativ großes Update mit ganz vielen neuen Gegenden, die sonst noch keiner gesehen hat. Finde ich ganz cool, also
Das ist schon mal nicht schlecht, wollte ich damit sagen. Schöner Shop and Go. Finde ich cool, weil es gibt ganz neue Läden, die noch. Diese Mall war zum Beispiel auch komplett neu. Ja. Das haben wir auch noch nicht gesehen. Wir haben jetzt was? Zwei Durchgänge gemacht, zwei Durchgänge gewonnen auch, ne? Ich kann mich nur an einen gewonnen erinnern. Ja. Jetzt habe ich schon wieder alles voll. Guck mal, Flashlight, The Vammer. Na ja, gut, ich nehme mal die Flashy und gehe mal ein bisschen vor. Oh, noch ein Shouty. Shouty! Was nimmt die? Okay, von mir aus. Nicht immer sofort in die Räume reinrennen, wenn ich. Dann bleibst du immer. Okay. Ein Point. Random Zombie Point lag da einfach rum. Ich war gerade so. Ist das gut, ist das schlecht? Oh mein Gott, wir sollten gehen. Oder wir gehen noch in das Haus und looten. Du hast recht. Du hast recht, Zayo. Wir sollten diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen. Die Musik ist auch extrem cool gerade. Wir hören die zwar nicht so gut, aber du hörst es, ne? So ein bisschen, ja. So düstere Mucke. Du Whammer. Ich wham dich. Wenn die zu dunkel ist, sag Bescheid, dann renne ich nur mit der Flashlight rum, ne? Du musst nicht nur mit der Flashlight rum. Ist gerade extrem mega schwierig, finde ich. Spratz! So mag ich das. Schön Zombie hier in einer Decke. Ich brauche nur ein Messer. Gibt kein Messer. Vielleicht sollten wir weglaufen. Die Musik hört sich wirklich sehr ominös an. Bosskampf. Hört sich irgendwie Bosskampf, ne? Ja. Angst. Das ist ein Bosskampf. Noch ein Haus oder nicht mehr? Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Wo bist du? Ich weiß es nicht. Ich steuere auch nicht mich. Nicht. Doch, du steuerst dich. Du hast die ganze Zeit nur geschlagen. Jetzt haben wir ein Problem. Komm da raus, du. Du bist echt crazy. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Was machen wir denn jetzt? Du hattest diese tolle Idee, dem Haus zu bleiben. Wir hoffen, gegen die Wand zu schießen, wenn es geht. Über dir, Zombie! Pfff! Ich glaub. Ah! Einfach ins nächste Haus. Komm, 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 komm! Warum komme ich denn nicht raus? Jetzt. Doch, du kommst. Du musst ja nur auf eine Aktion aufhören. Weil er sich sonst versucht, gegen irgendwas zu wehren. Okay. Du steuerst den Charakter schon mehr oder weniger selber, auch wenn du nicht im Bild bist. Das heißt, du musst wenigstens ungefähr zur Tür laufen und sowas. Da musst du, okay, ich muss noch geradeaus oder so wadeln, da musst du in die Richtung wadeln. Schon wieder ein Brumm. Das war ein Wischmob diesmal. Oh, Verzeihung. Es war ein Mob. Ich wusste nicht, dass du auf Wäsche. Oh, Gott, ne? Ich wusste nicht, dass du auf diese Utensilien so viel Wert legst. Das war ein Messer. Aber keine Sorge, ich werde dir gerne jeden Wischmob, den wir sehen. Okay, wir haben ein bisschen was gelootet. Ja. Immerhin das. Lass es mal gehen, bevor wir hier alt werden. Du geh. Wo ist denn dieser andere Typ jetzt? Ist ganz schön gefährlich im Moment. Trauen die sich nicht? Oh mein Gott. Go, 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 go. Okay, du bist da. Perfekt. Oh, lass uns gehen. Jetzt werde ich. Oh Gott! Es ist gerade sehr aufregend. Ich weiß nicht, wie es euch da im Chat geht, aber uns ging gerade kurzzeitig der Stift. Jetzt geht's wieder, glaube ich. Es geht, sobald wir im Auto sind. Also diese mitten in der Nachtaktion. Never again! Never again! Never! Never! Wow. 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 Ich glaube, unser Auto ist kaputt. Der Auto. Ich glaube, das Auto ist kaputt. Ja, an die werden kein Gas mehr. Hm.
All food and gas plus half of your armor and medical supplies. Ja. Run away! Run away! Oh! Ah, schon bitter genug. Ja. Eieieiei. Aber auf jeden Fall haben wir einen schönen Spaziergang. Das ist doch das Schönste, was es gibt. Schöne Runde spazieren gehen. Ach, es ist immer noch mitten in der Nacht. Durch einen Tunnel durch. Durch den Tunnel! Es ist der Liebestunnel. Macht dir also deswegen keine Sorgen. Nein, keine Shotgun für dich. Okay. Wir müssen jedes Auto in irgendeiner Form abzapfen, wenn es geht. Ne? Wir brauchen all das Gas. Mhm. Chat, was meint ihr? Kommen wir nach Kanada oder nicht? Grabwächter. Jetzt eure Einschätzung abgeben. Oh, da ist noch ein Auto. Yay! Yay oder nay? Auf jeden Fall ist es auf jeden Fall yay. Wir kommen nach Kanada. 72 Gas. Keine Abkürzung mehr für dich. Es ist ein Moose, also ein Elch. Ja, ja. Moose. Ein Moose ist leicht verletzt im Camp. Ich könnte es natürlich wresteln. Ich wrestle mit dem Moose. Natürlich wrestle ich mit dem Moose, denn ich bin der Meister der Bodybuilder, der stärkste Typ, der auf diesen... Ich hoffe, ich habe noch Öl dabei und meine ganzen Muskeln. Oh ja, fassen mal an. Ich wrestle jetzt das Moose. Ich gewinne! Jawohl! Ich werde ihn um... Und ich werde mir den Elch umhängen. Zu viel Ego. Zu viel Ego. Ich bin so stark. Ich bin so stark. Chaos sagt auch, ich darf keine Umwege mehr fahren. Ich glaube, wir sollten ihn mitnehmen. Wir schmeißen Blood raus. Was nehme ich noch raus? Er hat sich selber auf die Nase gehauen, um seinen Niesen zu stoppen. Das ist nicht meine Entscheidung, das sehe ich nicht. Chat, 1 für Nordstation, 2 für Bloop. Auf geht's. Das ist eure Entscheidung. Die gebe ich euch. Du willst nicht der Arsch sein, ne? Ich will nicht der Arsch sein, so sieht's aus. Das stimmt gar nicht. Mir ist es egal, ob ich der Arsch bin. Ich bin immer der Arsch. Ustra raus. Hallo, entschuldigen Sie bitte. Ich bin der Stärkste dieser Gruppe. Ich muss nicht nach Kanada fahren. Ich trage Kanada nach uns. Nein. Und warum machen wir dann den Weg überhaupt? Blurb gets booted out in the room for Wuff. Names. Hallo Wuff. Viel besser. Hat auch mehr Leben. Wuff ist eingeschlafen. Wir sollten über jemanden reden. Wie wäre es, wenn Wuff sich immer vorstellen würde? Mal gucken. Ich wünschte, er hätte nichts gesagt. Wie ich mir wünsche, dass er nichts gesagt hätte. Oh mein Gott. Er ist sehr loyal. Immerhin. Ja, hab ich auch gesehen. Das ist ein Skelett. Bubi-Grabscher, nicht okay. Und ich soll mich nicht... Das ist oberhalb! Naja. Auf die Bubis drauf batschen ist aber auch nicht so gut. Pam! Er spielt Skelett-Bongo. Sack tanzt mit Affensamba. Wo willst du hin? Bei dort in dem Haus. Okay. Weil das andere ist rot, das sieht gefährlich aus. Okay. Polizei-Headquarter könnte aber sein, dass das richtig krass ist. Auch krass, natürlich krass belagert, aber... Wir müssen doch erstmal unseren Puls wieder runterkriegen. Mach doch, was du willst.
Es ist ziemlich ruhig, es ist nachmittags. Cool, dann muss ich mal keine Flashlight mitnehmen. Möchtest du noch irgendwas anderes mitnehmen? Ich möchte den Tennissteiger bitte weglegen. Und was willst du dafür haben? Das Rohr? Wird schon so. Okay. Du bist der Baus. Oh mein Gott, du bist der Baus. Ja, ist super ruhig hier, findest du dich auch? Ich heb das hoch und ich heb das hoch und ich heb das hoch, okay. Noch ein Messer. Sieht seltsam aus. Ich weiß ja auch nicht. Wuff sieht seltsam aus. Wuff sieht aus wie ein Dealer. Hey, möchtest du Hundekekse kaufen? Nein. Ist auch ein Sonderangebot. Hey, Hundekekse? Nein, keine Hundekekse. Hast du nicht irgendwas Nützliches? Hundekekse! Hat Katzenminze. Er dealt mit Katzenminze. Der Hund, vor allen Dingen. Sehr schön. Ja, für die Katzenjagd. Ich hau dich mit dem Wämmer. Eine Runde mit dem Wämmer. Okay. Also ist bloß. Wuff kann Sachen nehmen, tatsächlich. Das ist super. Oh, schön mit dem Stuhl in die stille Ecke gedrängt. Hast du gesehen? Wunderbar. Komisches Layout von dem Haus. Es kann nicht nach links gehen. Es funktioniert gar nicht. Egal. Natürlich ist hier noch eine Bücherei. Irgendwer hat hier was falsch gemacht. Science! Oh, ein Bett. Oh, toll. Du hast das Bett kaputt gemacht. Ja, sorry. Wo sollen die Zombies jetzt schlafen? Auf dem Boden? Ja, mich hast du ja auch auf dem Boden schlafen lassen. Ja und? Du wolltest es so. Was ist das Unterschied? Ich kann mich nicht erinnern, dass mein Charakter in Wimbledon gesagt hat, lass mich bitte auf dem Boden schlafen. Und beim Sex zu sehen. Viermal. In einer Nacht. Komm schon, du wolltest es auch. Niemals. Na gut. Aber komm, Piepsifli kann man nicht widerstehen. Ihr wisst es alle. Ihr wisst alle, dass man Piepsifli nicht widerstehen kann. Da muss er einfach drüber. Viermal in der Nacht. Was ist das? Ah, ich habe das Magazin Cool Runnings gefunden. Das Beste. Ja, bei Rimworld hat sie auf den Boden geschlafen. Minimal, vielleicht für drei Nächte oder so. Eine Nacht sogar nur. Und dann wurde sie in so eine kleine Gefängniszelle gestopft. Für ein paar Tage. Pff, völlig ungefährlich. Alles gut. Dein Messer ist schon wieder kaputt. Auf jeden Fall sind wir hier durch. Das war eigentlich ein ganz guter Run. Da hat mir gefallen. So, Cool Runnings. Wer soll dieses Magazin lesen? Ja, dann lies es doch. Lies doch das Magazin. Du kannst jetzt viel besser Fitness. wir sollten einfach schlafen. Es ist ganz normal. Er hat sich selber auf die Nase gehauen. Was erwartest du von diesem Menschen? Was hast du dazu gebracht? Wir haben nur noch 4 Gas. Schon wieder ein Banditen? Ich könnte mit den Banditen. Your money or your life. Wir haben kein Geld mehr. Unser einziges Geld ist unser 3 Essen, was wir haben. Und selbst das ist nichts wert. Ich glaube, wir sollten uns auf einen Kompromiss einlassen. Ein Kompromiss. Halt Trunk-Items am Arsch. Oh, das ist Moral. Wollen wir die Moral down machen von unseren Leuten? Eher nicht, wa? Hälfte Medizin? Ich guck. Hälfte Medizin ist viel. Hälfte mal unsere Ammo? Hälfte unserer Ammo geht gar nicht. Hälfte Medizin. 2 haben die gekriegt. Ist kein Ding. Können sie auch. Die Hälfte. Wir können nicht zählen. Und da sind wir wieder. Ich habe gegen Bodybuilder im Ölen gewonnen. Ich habe einen Elch bezwungen. Er ist übrigens immer noch über meiner Schulter. Wohl bemerkt, ich werde auch mit Banditen fertig. Pyro schon nicht zu sehen.
Sie sind Sie sind natürlich extrem verängstigt vor mir. Es läuft alles genau wie geplant. Smack. Es läuft ein bisschen zu gut. Wir haben nichts mehr zu essen. Wir werden verhungern. Aber es ist da morgen und wir haben vielleicht ein neues Auto. Oh. Oh, wir können weitergucken. Nice. Es gibt nicht nur das Auto hier. Nice, 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 nice. Essen, 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 Flagge. Es läuft alles. Oh mein fucking Gott. Oh. Bubu, Schlü, Schlü. Oh, Zombie wollen sie einfach wieder rumliegen. Nice. Tötet sie alle! Ich befehle es euch als euer Bodybuilder und Anführer. Natürlich. Netter Querschläger. Brrr, was ist das? Ein Kitchen-Niff. Das ist ein Küchenbesser da, ja. Kitchen-Knife. Was bringt der fliegende Knopf? Kopf. Man hat ja gesehen, die Perks, die man auswählen kann, dass man charmant ist oder dass man halt gut mit Medizin kann und solche Sachen. Und man kann sich im Spiel noch mehr freischalten. Man kann zum Beispiel Vampir sein und allen möglichen Quatsch. Und das ist aber nicht sofort verfügbar, das muss man sich freischalten. Und da gewinnt man diese Punkte. Und mit diesen Punkten kann man dann genau das freischalten. Finde ich eigentlich ein cooles System, weil man sehr viele Sachen am Anfang hat. Und wenn man nicht genug kriegt, dann kriegt man halt, oder kann man noch mehr bekommen, wenn man das viel spielt. Leider aber auch nur, wenn man das einigermaßen erfolgreich spielt, weil die Zombie Points sind halt nicht überall. Und dann, get in the car, let's get in the chopper. Du kannst ja vor dem Auto stehen bleiben, ist kein Ding. Vampir sind natürlich gut, aber ich weiß nicht, ob das okay ist bei Zombies. Ich war schon mal ein Skelett. Natürlich gehen wir Trailer Camp, immer. Immer. Der Hund. Was sagt der Hund? Was will denn der Hund von uns? Amopf, nein. Sie will Essen uns geben. Wenn ich den Whammer verkaufe. 2 Futter für den Whammer. Wir können ja mal auch gucken, wegen ja, das lassen. Verkaufe ich. Das ist kein Ding. Ich kann mal gucken, ob ich die Kettensäge verkaufen kann, weil die nutzen wir. Ah, die könnte man schon nutzen, ne? Wir könnten theoretisch eine Schrotflinte verkaufen. Und das Zombiebein. Doggo! Schrotflinte? Pff, nein. Auf keinsten alle. Achso, die nehmen trotzdem nur die Shotgun, da ist es halt so. Ich verkaufe Äxte. Nur Äxte. Na gut, also wir haben nichts von Wert und Belang. Das Trailer Camp ist ziemlich armselig, also leider nichts, was uns helfen könnte für unseren Weg in Richtung Kanada. Aber wir haben es auch nicht mehr weit. Siege, nice. Eine massive Siege, die mag ich am liebsten, wenn sie massiv sind. Massiv. Ich kenne noch etwas, was sehr massiv ist. Ach, guck, der Doggo hat einfach eine Pistol aufgehoben. Nein, böser Hund. Was willst du mitnehmen? Die wieder? Oder willst du die Schroti mitnehmen? Because of Schrotflinte. Ja, ich würde die tauschen gegen die Schrotflinte. Ja, du musst die Schrotflinte einfach mitnehmen, sonst sitzen wir da und haben. Ich nehme nichts mit. Außer das Flashlight. Oh mein! Da oben sind Polizisten, da gehört man theoretisch hin. Hier sind auch nochmal Ammo. Das ist immer eine Pistole, wenn du eine brauchst. Und ohne Ende Ammo. Und die Polizisten schmacken dich da durch. This is what I trained for. Alles klar. Lass dich nicht wieder irgendwie in irgendeine Ecke cornern. Ach, der Polizist geht jetzt mit uns mit. Das ist natürlich nice. Weiter! Schrotflinten Muni. Gut. Viel Munition. Das ist genau das, was wir brauchen. Weil hinterher gibt es nichts Besseres als jemanden, der ordentlich austeilen kann. Zum Glück sind wir hier.
Ready to rock! Eineinhalb Stunden, wieso? Müsste auch gleich vorbei sein schon. Ich weiß nicht, wann sie angefangen hat. Um 5 oder um 4? Ich bin schon wieder erschöpft. Warum auch? Meine Fitness ist so Müll. Dafür, dass ich so stark bin. Das geht mir echt auf den Keks. Lass uns hier aufs Freie gehen. Wir müssen aber nicht. Ah, vielleicht müssen wir doch schießen. Weiß ich noch nicht. Oh nein, die Polizisten. Die müssen unbedingt überleben. Du solltest anfangen zu schießen. Ja, ja. Und wie viele Leute da noch rumstehen. Ah. Hier lang? Ja, komm. Ich wusste nicht, dass du schon gehen willst. Go, 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 go. Kein Ding. Kein Ding. Easy. Easy. Nun. Wartet hier, ich hole Kanada her. Soll irgendjemand das Haus verbarrikadieren? Wir könnten mal gucken, wer eventuell gute Mechanik ist. Der Hund nicht. Tja, ich könnte versuchen, es zu securen. Ja. Ja? Ja. War okay, aber gerade eben so. Ich habe wirklich Glück mit meinen Rolls. Ja. Oh. Aber wir finden überhaupt... Ein Reh ist mitten auf der Straße. Mach du. Du darfst erschießen, überfahren. Whiff. Daneben. Kein Hirschbraten, Rehbraten für uns. Leider. Hätte zum Beispiel selber machen sollen. Ne? Das durfte ja nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Essen. Dann sollten wir das machen, ne? Denke ich auch. Oh. Wenn wir durchrennen, können wir es aber locker hinkriegen. Ne? Ja, denke ich auch. Beide Waffen? Eine Waffe? Das Reh ist ja leider nicht umgekommen. Lass mal einfach. Das Reh hat überlebt, ja. Hi Onigam, schön dich zu sehen. Lässt du so? Okay, heute mit viel. Also schon wieder? Wo hat er den Pistol immer her? Unfassbar. Schon 3 Knarren, ey. Wollen wir mal gucken. Das Bukatorium, die sind alle. Die kommen man überall nicht rein. Schneikis. Warte mal, das erste? In Moe's Pub. Konnte man auch nicht rein. Wir haben ein Problem. Wir können nicht mal in Moe's Taverne. Das ist nicht okay. Und du weißt ja, wer Moe ist. Ja, nein, vielleicht. Dann nein, ich kann nicht in die Gym! Nein! Ich muss meine Proteinshakes noch kaufen. Wo soll ich denn mein Protein herkriegen? Oh nein, ich werde nicht mehr buff. Ganz stop. Na komm. Ach, deine Fitness ist für den Arsch. Oh, super viele Knarren und vor allen Dingen super viel Muni. Nice, gut geholt. Gut geholt, ja. Gut aufgehoben. Yes. Lass es bloß gehen. In den Coffeeshop. Apokalypse Coffee, da können wir auch gleich reingehen. Ernie's Hardware. Ernie? Ich würde einfach. Ich nehme die Schaufel mit. Leck mich. Pam! Pam! Der hat mich geschlagen. Warum lässt du dich denn verprügeln? Wieso hat der Hund eine Pfeife? Der hat keine Pfeife, der hat eine Pistole, hat der, glaube ich. Ne? Warum lasse ich mich verprügeln? Ich war abgelenkt.
Oh, Lebensmittelladen. Mein Lebensmittelladen. Und meine Schaufel in deinem Gesicht. Pfanne, ein Löffel. Ustra weiß ja nicht, wo er langläuft. Sehr schön. Den nehme ich mal mit. Just in casa. Komm, wo ist der Hund? Achso, der ist ja vor uns. Just Umbrellas, der ist leider auch leer. Und Apokalypse-Kaffee kann ich auch nicht rein. Mist! Nee, nee, mit dem, man kann leider kein. Ich weiß nicht, ob man Schutt wegschaufeln kann. Ich glaube, das haben wir noch nicht probiert. Was ist das? Schutt wegschaufeln mit der Schaufel. Nee, das geht nicht. Schade. Die Idee ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, ne? Aber leider nicht. Die einzige Interaktion, die ich kenne, ist mit dem. Mit einer Angel, wenn man eine Angel hat. Dann könnte man andere Aktionen machen. Aber trotzdem war das ein guter Run. Wir haben jetzt zwar nicht zu essen gekriegt, aber ja. Wir waren relativ schnell durch. Ah, 6 Futter. Naja. Reicht wenigstens. Ein Tag, ja. Danke, dass du mich geheilt hast übrigens. Nein. Nee, wenn die Türen nicht blinken, kann ich nirgendwo rein. Ich glaube, wir sollten das machen. Ja. Alles kein Ding. Naja, gut. Unsere Moral ist so, geht so. Deine ist nicht so gut. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Oh, du musst wo wir hinwollen. Am späten Morgen wollen wir wohin? Ich überlege, wo wir Werkzeug auf Essen haben könnten. Keine Ahnung, bei beiden wenig. Ja. Aber dann wahrscheinlich eher im Office, weil die wahrscheinlich vielleicht eine Kantine haben, anstatt jetzt in irgendeine Arcade, in so eine Zockerhölle zu gehen. Ah, das Glaubgebläse hat auch benutzt auch. Das ist also nochmal eine Waffe, die ich gar nicht kenne. Hat schon wieder eine Knarre. Alter! Du bleibst bei deinen Sachen, ne? Ja. Ich auch. Da ist. Siehst du, hier vorne sieht man das so ein bisschen. Wenn die Türen hier blinken, dann kann man da rein. Wenn die nicht blinken, sind diese Häuser gar nicht sozusagen. Es gibt diese Häuser nicht für die Karte. Ein Basie. Da ist nochmal Shotgun-Muni. Ah ne, Rifle-Muni. Nein. Pam, mit der Schaufel. Medizin, 5 Shotgun. Kommst du denn gut klar mit den Knarren im Moment? Oder ist... ja, besser als mit jeder Nahkampf. Ja, es ist ja auch sicherer, wenn einer wirklich schießen kann. Und einer den Kloppomaten hier macht. Und ich meine, Kloppomat geht gerade ganz gut, denke ich. Obwohl ich mehr Fitness brauche. Ich kann sogar die große Couch hochheben. Leider doch nicht den ganzen Tisch. Hey, wir haben Essen gefunden. Ja, wenigstens ein bisschen, ne? Wir werden nicht über die Runden kommen. In Kanada. Ja. Ich nehme die Couch mal mit. Ich bin übrigens Möbelpacker. Bodybuilder, Möbelpacker auch. Ist für mich überhaupt kein Ding übrigens. Also mal eben so eine Couch durch die ganze Wohnung schmeißen. Pff. Ja, easy mach ich jeden Tag. Pie. Ja, easy as pie. Du wirst lachen. Durch das ganze Öl, was ich einfach auf meinen wunderbar stählernen Körper schmiere. Ein bisschen kommt auch an das Fell jetzt von dem Elch. Ist nicht so schlimm, dann stinkt das auch nicht so. Ist Duftöl auch. Und ja, es ist einfach. Das passiert. Ne? Und dadurch werden die Muskeln gestrafft. Einfach durch dieses Öl. Und dadurch wird man dann so baff und stark wie ich. Also. Dir geht's sonst aber gut? Es ist alles in Ordnung. Ich kann mich nicht beschweren. Wir müssten irgendwann mal anhalten und mal neue Steroide kaufen. Aber sonst. Die wahre Macht liegt in den Steroiden, mein Sohn. Oder was? Nicht zurückbleiben. Oh, wir haben richtig Essen gefunden, wa? Mindestens so viele. Junk? Mülltonne. Toll. Vielleicht ist der Pharao ja Fieber. Der hat kein Fieber. Das Einzige, was er hat, ist dicke Muckis. Wow. Nicht mal du sagst, dass ich dicke Muckis habe. Du bist meine Freundin. Du solltest immer hinter mir und meinen dicken Mucki stehen. Aber du weißt, dass ich dich nicht teilen möchte. Deswegen kann ich das nicht sagen. Ey, hi!
Nun, den müssen wir mitnehmen. Ich frage mich auch, was das eine Anspielung ist. Norse. Tut mir leid. Ich glaube, wir sollten hier nicht sein. Karl! Ich frage mich, woher, warte mal, stopp, vielleicht können wir da noch in irgendein Haus gehen. Waren wir schon in der Office? Nö. Aber wir haben noch ganz andere. Frag mich auch, was das für eine Anspielung ist, wenn er React heißt. Er hat das gar nicht so oft gesagt. Kommt schon. Kluge Köpfe haben das gezählt. Und es ist ungefähr doppelt so viel, wie Folgen es gibt. Also komm schon. Das ist doch nicht viel. Hast du gesehen, wie stark er ist bei allem? Das ist der Wahnsinn. Den müssen wir auf jeden Fall behalten. Ja, die Rare-Characters sind halt schon cool, ne? Ja. Och, das ist ja richtig. Pam! In dein Fressi! Mal gucken, was es in einem Bürogebäude als Rare-Sachen gibt. Vielleicht gibt es hier einen Safe. Ein Safe wäre natürlich mega nice. Oh, Toilette. Wolltest du mich beschützen oder in die Richtung schießen? Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Du bist ja crazy. Ich kann einfach schießen. Ich weiß, was ich tue. Rick kann schießen. Also ich meine, React! Entschuldigung. Für Rick war kein Geld. Für Rick war kein Geld! So wie für mein gutes... Ich hätte jetzt wirklich gern das Rocky, den Rocky Trainingssong mit meinem super buff Charakter. Ich möchte gerne voll die Trainingsmassage... Ich möchte gerne eine Trainingsmassage haben. Ich möchte gerne eine Trainingsmontage haben. Wie ich mich einöle aber. Du hörst den Rocky Trainingssong, wie morgens die Sonne aufgeht und du siehst auch diese Treppe, wo er dann hochlatscht, du weißt schon. Und anstatt die Treppe hochzulaufen, sitze ich einfach unten an der Treppe und öle mich ein. Wäre mega gut. Wird jeder kaufen auch. Wäre nicht. Ja. Guck, genau deswegen kann ich nicht in deinen Aufnahmen sagen, dass ich finde, dass du tolle Muckis hast. Das geht einfach nicht. Ist so. Das habe ich ja wirklich Angst, dass du mir... Könnte nicht selber Benzin erstellen mit den ganzen Benzin aus den Toiletten. Leider nein, wir haben das Geheimnis von Toilet Gas noch nicht richtig verstanden. Wir forschen daran. Oh, fuck. Ich habe mich verletzt. Aua. Au. Ich heile dich gleich. Ich bin Pirole Fu aus. Cowboy Bebop. Ich hab ein Pflaster für dich. Oh. Ist da Hello Kitty drauf? Jetzt, Vorsicht, nein, Vorsicht! Ponys sind drauf. Ponys, ne? Wer sich meine Pony-Pflaster sind, können die mir nicht helfen. Und du musstest dich da nicht anknabbern lassen, übrigens. Also wirklich. Karl! Du hängst am Haus fest. Ja. Dieses Spiel ist 2D, es kennt kein oben, unten. Hat da gerade irgendjemand unser Auto angeknabbert? Das schmeckt doch gar nicht. Ja, vor allem ist es ein Insekt drauf. Wer isst denn sowas? Ja. Dem geht's gut. Keine Sorge. Dem geht's einfach gut. Er ist happy. Karl! Du weißt auch, was das eine Anspielung ist? Das ist eine Anspielung auf Tanz der Teufel. Okay. Chat! Sollte Rick oder Fayo eine Kettensägenhand bekommen? Wir können auch Pixelmann Ads machen, das heißt, wir können auch dir die Kettensägenhand machen. Also ich habe Muckis, ich brauche keine Kettensägenhand. Oder sollen wir einfach die Sachen mitnehmen, die es da gibt? Wir könnten natürlich Wuff eine Kettensägenhand machen. Unserem Hund. Ja! Okay,
Rick 1, Cyro 2, der Hund 3, Ustra 4, Kettensägenhand, go! Ich meine, eine Hand als Kettensäge ist mega geil, ist auch voll praktisch auch. Morgens Brot schneiden? Scheiß drauf, du brauchst keine. Eins ist Rick. Okay, dann kriegt unser Rick erstmal schön. Ja, dann aber wieder Gleichstand mit dir. Ich hab keinen W20 hier. Ich hab gar keinen Würfel hier heute. Wie soll ich denn so heilen? Ich denke mir eine Zahl aus zwischen 1 und also zwischen 1 und 20 und du musst eine wählen, ungerade und gerade, wie immer. Wenn du richtig rätst, gerade oder ungerade, bist du es nicht. Okay? Gerade. Falsch, 13. Sayo verliert ihre langweilige alte Hand und kriegt eine Kettensägenhand. Kannst du überhaupt noch schießen? Ist mir scheißegal. Es geht doch nicht um dein Schießen. Ja, das machen wir. Uns geht's gut. Meine Moral ist voll gut, jetzt wo wir deine Hand verändert haben. Oh, wir müssen laufen. Mal wieder. Ich kann mit denen einfach diskutieren. Natürlich. Hallo, ich gehe von da vorne. Oh nein, Wurf geht's nicht gut. Ja, wir haben auch kein Essen mehr. Wir bringen mal das Zombiebein weg und das bringen wir mal weg und dieses Stück Holz nehmen wir weg. Du hast eine Hand als Kettensäge. Yep. Wow, du hast eine Double Barrel Shotgun. Die würde ich mal mitnehmen. Hast du sonst noch was? Oh, er hat eine Pistole. Nice. Komm los. Komm, du hast eine Hand als... Du hast eine Kettensäge, Alter. Was willst du noch? Ja, kein Gas dafür. Guck mal, wie geil das aussieht. Du bist es der Hund. Hase. Einfach Start drücken. Einfach wieder aus dem Spiel rausgehen. Aber trotzdem bewegen. Nee, aber nicht mit Start. Ja, es gibt nicht so viele Tasten. Probier sie aus. Huh. Kannst du doch jetzt. Muss man doch langsamer sagen. Ja, du bist doch immer der Erste. Das bist du doch jetzt direkt. Sehr gut. Guck mal, jetzt sucht immer noch nach Karl. Oh mein Gott. Das war ein Schuss? Ja. Bitte was? Schieß mal in die Menge. Bitte was? Oder sind das immer zwei, die du verlierst? Ich hab noch mehrere. Alter, komm, wir gehen ins Auto. Auto, 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 Auto. Verhungern. Deswegen gehen wir in den Pad oder Coffee? Coffee. Ja? Wir können auch Hundefutter essen, also. Aber Coffee Shop? Coffee Shop. Na gut. Wir kommen ganz gut weit. Wie lange brauchen wir eigentlich noch? Steht das irgendwo? Nee, ne? Also hier nicht. Guck, du kannst all unser Gas jetzt verbrauchen. Guck mal, wie schön. Laufen wir ja schon wieder. Nein, du musst dann nicht deine Kettensägenhand benutzen. Das hast du gut gemacht. Das war clever. 6 Tage bis nach Kanada noch? Ah, oh, das ist ja easy. Das laufe ich. Das ist kein Ding. Oh, ich meine, 6 Tage fahren und 6 Tage laufen ist doch ein Unterschied, ne? Jetzt hilf ihm nochmal seinen Sohn zu finden. Ich meine seinen Freund. I'm doing stuff. Ist so. Er ist hilfreich. Was machst du? Hast dich operieren lassen mit einer Kettensägenhand? Wie bescheuert bist du denn, ey? Das war nicht meine Entscheidung. Jetzt kannst du. Guck mal, du kannst nicht mehr an den internationalen Häkelkursen teilnehmen mit einer Kettensäge als Hand. Ja, guck mal, was du aus mir gemacht hast. Nur weil ich dir nicht. Weil ich nicht okay war, so wie ich vorher war. Nein, ich musste mich verändern. Damit du mich nicht wieder ersetzt. Wow. Wow, das war so bitter.
Das stimmt überhaupt gar nicht. Ich nehme dich so, wie du willst. So, wie du bist. Und wenn das nicht passt, dann verändere ich dich halt. Nicht, dass ich dich verändern würde. Zumindest nicht sofort. Wir müssen erst rausfinden, was mir nicht passt. Und dann verändere ich dich. Du hättest auch schlimmer treffen können und eine Shotgun in der Hand haben, einfach einen Besen oder so. Sei doch mit der Schrotflinte ab. Sei doch mal einfach zufrieden mit dem, was du bist. Immer Ansprüche haben. Ich war haben. Zufrieden. Du hast eine langweilige Hand. Was willst du denn überhaupt damit? Hä? Was willst du mit der Hand? Ich war glücklich. Willst du Kaffee trinken? Dann trinke ich Kaffee. Kleines Käffchen. Hä? Kleines Käffchen. Ja, du bist doch jetzt mit der Kettensägenhand glücklich. In Kanada haben die tolle Ärzte. Dann kriegst du... Da können die bestimmt aus der Kettensägenhand wieder... Vielleicht eine Baggerschaufel machen oder so. Irgendwas Cooles. Mann. Immer willst du dich nur verändern. Du wolltest nicht... Du bist überhaupt nicht zufrieden. Ich hab dir diese Chance ermöglicht, die Zukunft zu gestalten mit dieser Hand. Und was ist daraus geworden? Du willst sie nicht mehr. Toll, das hättest du vorher überlegen können. Bevor wir die Hand abgenommen haben. Was hätten wir machen sollen? Die alte wieder dran nähen? So ein Quatsch. Wir hätten dir auch einfach von Anfang an die Hand ersetzen können. Wie soll ich an einem Bodybuilding-Contest teilnehmen mit einer Kettensäge als Hand? Wie dumm ist das denn? Und wie soll ich dir jetzt einen Schal stricken? Du hast doch jetzt schon einen Schal gestrickt. Du musst halt auf diesen aufpassen. Das darf ich nicht in den Chat schauen, das kann ich nicht. Das funktioniert der Fake-Streit nicht. Ja, mach dich keine Sorgen, das ist wirklich gespielt. Also, ich weiß, wir sind so gute Schauspieler, man denkt, das ist ernst. Aber das ist nicht ernst. Aber keine Sorge, ich habe schon mal was zum Abbinden und eine Kettensäge gekauft. Just in case, dass genau dieser Fall auftritt. Oh, du hast immer zwei. Es ist wirklich eine Double-Barrel-Shotgun. Also. Aber warum hat er denn gerade geschossen? Keine Ahnung. Weil ich drücke ja gerade nichts. Nein? Nö. Du spielst also nicht laufen. Mit? Das ist das, was du mir sagen willst? Du spielst also nicht mit und lässt mich wieder die Arbeit machen? Ja, soll ich die ganze Mundi verprasseln? Ja. Ja, siehst du, oder es gibt in Kanada noch eine zweite Kettensäge für die andere Hand. Der kann sich zwar ich nicht mehr selber schon, anziehen. Ich weiß schon, was ich damit mache. Du bist der beste Holzfäller Kanadas. Ich höre dem alten Mann zu. Stay wild and listen. Stay wild and listen. Ich bin der Schreiber auf Fuck. Meine Moral ist sehr okay. Jetzt geht's mir besser, nachdem ich am alten Mann an der Straße... Mir geht's übrigens am besten. Ja? Weil ich zwei gesunde Hände habe. Wir sollten auf die Kannen schießen. Ja. Wegen Shooting Skills. Bro, die Moral ist im Keller. Deine ist doch. Warum ist deine Moral so schlecht? Ich weiß es auch nicht. Du kannst dich überhaupt nichts mehr im Leben freuen. Wuff. Was willst du überhaupt? Wir haben Rick. RK, mein Bro. Ja, er hat die Arme, ich hab die Muskeln. Du hast die Kettensäge. Pipebombs. Rick könnte mit Pipebombs bestimmt umgehen, oder? Glaube ich auch. Du wurdest leicht verletzt. Aber das ist nicht schlimm, du bist sehr gut in dem, was du tust. Ich heile alle. Nee, du hast nur eine Ricky geheilt, dich selber nicht. Ja, du bist so selbstlos. Du wurdest auch verletzt. Ich wurde verletzt? Ja. Nee, Rick wurde doppelt verletzt und du. Ach so. Oh mein Gott, ich will Mega Man so gern mitnehmen. Ich will Mega Man. Ich hab kein Essen. I need food. Gib mir Food.
Ich habe kein Gas mehr, um Essen zu kaufen. Nein, mein Tag ist gelaufen. Ich will Mega Man mitnehmen. Ich will so. Guck mal! Das ist ein Blaster! Mega Man! Mega Man, NT Warriors! Komm schon! Rick! Verkauf deine Seele! Verkauf deinen Sohn! Verkauf dich! Oh, das Auto ist auch nicht mehr das Beste. Zum Glück hast du eine Kettensägenhand. Wer soll jetzt das Auto reparieren? Du hast dich selber geheilt, sehr gut. Wie hast du das gemacht? Oh, es ist scheiße dunkel. Du magst dich nicht stehen, um den Hals zerlegt zu haben. Ne? Soll ich dir noch ein Laubgebläse in die andere Hand geben? Nein, danke. Kettensäge hier, Laubgebläse hier, wäre total geil. Laubgebläse als andere Hand. Oder, weil du ja die Bäume fällst mit der Kettensäge, wäre ja auch cool, wenn du... Du könntest voll gut Landschaftsgärtner werden. Dann machst du dir diesen Ausstecher... In die andere Hand. Weißt du, auf jeden Fall, wer das Haus nicht mehr verlassen wird. Mann! Die ganzen guten... Oh mein Gott, es ist gefährlich. Einfach laufen, ja. Er sucht immer noch nach Karl, wie traurig. Schieß. Ja. Ja, nochmal. Ja. Den einen hättest du jetzt vielleicht nicht erledigen müssen. Ja? Mrs., ich verschwende alle unsere Shotgun-Money mit meinem... Weiß ich nicht. Wir können auch in die Kettensäge noch eine Shotgun einbauen. Oder eine Kaffeemaschine. Oder eine Mikrowelle. Wolltest du was gegessen? Du wurdest gegessen? Ich wurde mal angeknallt. Ja. Das ist korrekt. Du hast einfach volle Möhrigie. Hör auf, die ganze Zeit zu schießen, wenn du nicht triffst. Dann nicht so. Komm schon, du verbrennst die ganze Kettensägen-Muni. Und wurde schon wieder gegessen. Ja, aber da war ich noch nicht im Spiel drin jetzt. Da war ich unschuldig. Bisschen werd nicht gegessen. Ich brauch dich. Zum Heilen. Ich hab die GBA-Spiele dazu gezockt. Ja, ich finde die sehr gut, die Mega Man Anti-Warriors. Und die Serie ist auch gut. Der japanische Manga ist aber deutlich düsterer und besser, denn Lan Hikari, der Hauptcharakter, neben Mega Man in Anti-Warriors, bekommt alle Schmerzen mit irgendwann, die Mega Man bekommt. Und das ist von Grund auf vernarbt. Und ich meine sogar, das ist jetzt aber wahrscheinlich gelogen, aber ich meine, dass er auch einen Arm verliert durch die Kämpfe. Es ist sehr düster hier runter. Hundeskelett, nein! Dass ich das sehen musste. Weißt du, was traurig ist? Darf ich nachher deinen Kettensägenarm anfassen? Dann geht's mir wieder besser. Ich weiß nicht, ob ich das überlegen soll. Doch, du überlebst. Du überlebst es! Keine Muni mehr. Alles gut. Wir müssen nur zusammenhalten. Wir stehen drauf, wir gehen drauf. Wir halten dich zusammen. Die können deinen Kettensägenarm. Komm. Und vor allem, wir haben keine Hände mehr. Nichts mehr. Wir haben wirklich keine Hände mehr. Das ist mega scheiße. Ja. Ja, die Spiele sind wirklich großartig und du hast schon recht. Das ist wirklich crazy, aber es ist auch sehr düster. So weit ist die Serie hier gar nicht gekommen. In Deutschland sowieso nicht. Ich habe die englischen Folgen gesehen. Die geht sogar, glaube ich, eine Staffel oder zwei weiter. Das ist schon okay. Und das kann man sich wirklich auch angucken, wenn man einfach nur was Cooles sehen will. Finde ich so persönlich. Weil das ist auch... Ich mag Mega Man, aber ich mag auch das dahinter. Ich mag auch das dahinter. Vor allen Dingen die... diese Lore, die sich wahrscheinlich bei uns auch weiterentwickeln wird. Dass du ein Programm hast... mit dem du dich unterhalten kannst, wie jetzt auch mit Siri oder wie die alle heißen.
Oh. Oh. Aber wir haben hier nichts mehr. Oh, unsere Moral. Ich glaube, wir werden gleich alle auseinandergehen. Here we go again. Ein Glück. Ein Glück. Komm, no risk, no fun. Wir werden sowieso sterben. Ja. Warum nicht auch in einem dunklen Herrenhaus? Welche Zeit ist es? Zeit, eine neue Uhr zu kaufen. Hast du da nichts mehr in der Barrels? Oh, das ist natürlich schlecht. Ich geb dir mal... Wo ist deine Knarre hin? Ich weiß es nicht. Ich glaube, die ist draufgegangen wegen, weil ich die von alle Waffen, die ich hatte, ausgerüstet hatte, als mein Arm ausgetauscht worden war, weg. Oh, echt? Ja, wir haben auch eine Schale. Also so, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Weil seitdem habe ich die ja nicht mehr. Es ist cool, dass wir sowas hier mal... Also das sind ja die neuen Gegner, wovon wir gesprochen haben. Ich meine, klar, es ist dunkel. Zum Glück habe ich immer standardmäßig jetzt eine Taschenlampe drin. Lass dich nicht erwischen, ne? Vielleicht finden wir Luigi hier. Dark Menschen. Wegen, cool. wegen dem Spiel, wie das so irgendwie heißt. Du weißt, welches ich meine. Ja. Luigi's Menschen. Meh. Nee. Heißt es so? Ghost Menschen. Menschen und Ghosts. Ghosts. Poop. Guess. Aua. Dort. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Die Menschen wird unser Tod sein. Ich war so strong. Ich war so stark. Ja, mit so einem virtuellen Avatar, genau. Ja, das wird so sein. Und der dann auch gleichzeitig sein Virusprogramm, Wecker, das ist ja... Im Grunde ist es natürlich überzogen, was er alles kann, beziehungsweise was er da alles macht. Aber es wird dann, oh fuck. Es wird dein Spiel sein, es wird dein... Also die Kettensäge ist... Kann aber nicht umgehen. Es wird dein, dein Antivirus-Programm sein, es wird ein, ach, dann alles sein, dein Organizer. Und das finde ich eigentlich ganz, eine ganz coole Idee auch. Ich bin einfach gestorben und ich war so stark. Die Welt wird mich... Definitiv. Die werden mir einen Tempel bauen. Ich glaube. Unten die Tür hatten wir noch nicht. Gut. Nur eine Gästetoilette. Nichts Schlimmes. Ich finde es natürlich jetzt doof, dass ich tot gegangen bin. Das darf ich jetzt auch mal so sagen. Aber ich hatte keine Energie mehr. Weil ich nur an meinen stehenden harten Körper gedacht habe. Ein bisschen mehr an mich gedacht. Und ich habe natürlich nicht an meine Fitness gedacht. Das ist natürlich doof. Wenn du zwar stark bist, wie Karl Barsch, aber Fitness hast du einfach nicht drauf. Das wird nicht nochmal passieren. In meinem nächsten Leben werde ich Triathlet. Das zeige ich dir jetzt schon. Da werde ich so starke Beine haben. Nun, du bist zu schnell weitergelaufen. Du hättest sicher werden können. Guck mal, ein riesiger Zombie. Hast du gesehen? Nee. Fand ich jetzt auch komisch. Das tut mir leid. Ich hatte gerade vor, mich umzudrehen und zu schießen. Aber jetzt ist nur noch Rick da. Aber wir wussten, glaube ich, dass wir drauf gehen, oder? Ja. Nein, ich blute.
Das war's! Nein! Aber wir sind weit gekommen. Ja, 4 Tage noch nach Kanada ist gut. Wir hatten noch. Dies hatten wir gar nicht so Probleme, außer mit Moral. Dang it! Finde ich auch. Unlocks. Was gibt's denn hier? Nom nom nom! So sieht's aus. Big Bruiser, Mega Buff. Oder Martial Artists kann man hier noch weitermachen. Stadtdurchsuche. Mit Mega Man wäre das nicht passiert. So ist es nämlich. Hero Hype. Das hört sich auch interessant an. Aber dafür haben wir nicht genug. Travel Light hört sich auch interessant an. Pathfinder hört sich auch interessant an. Scheiße. Trademark Weapon. Da ist eine Ratte. Rattidein! Ich habe 78 Toiletten geöffnet. Kein Tutorial. Oh. Also das Delete-Ding ist all of your data. Nein. Aber es ist cool, dass man die Special killen kann. Das haben die gut gemacht. Was sollen wir denn nehmen? Mal so als Spaß. Martial Artists weiterbauen? Sollen wir was Außergewöhnliches nehmen? City Seeker? Ich finde. Haben wir nicht. Ich weiß nicht, ob nicht lieber warten und den dann haben. Kann man nicht. Wenn ich jetzt auslogge, sind die Punkte weg. Achso. Pathfinder? You can use cheaper drive around options. Was meinst du? Also ich finde das hier ziemlich interessant, also Travel Light oder City Seeker, ist völlig egal. Mhm. Welches sollen wir nehmen? Chat! City Seeker 1, Travel Light 2 und Hero Typ können wir leider nicht nehmen. Also 1 oder 2, City Seeker oder Travel Light. Achso, oder 3, das was die andere angeboten hat. Das hieß irgendwie, wie ist das denn nochmal? Oder 3, Moment, noch nichts schreiben. Oder 3, Pathfinder. Entschuldigung. Das hört sich auch ganz interessant an. 3. Ja, Entschuldigung. Ja. Gut. 5. 4. 3. 2. 1. Und Ende. Dann machen wir mal die 1. City Seeker. Ja. Blessed with an interesting life. Much greater chance to find... Achso. Okay, es gibt also verschiedene Events... Neue Charaktere zu finden oder neue. Oh, und es erhöht die Chance, seltene Trader Camps zu erhalten. Ja, machen wir mal. Cool. Warum nicht? Jetzt haben wir noch 2 Stück. Jetzt können wir theoretisch hier. Nee. Tiny Eater. Achso, dann isst du nicht so viel. Das ist natürlich auch geil. Leider habe ich noch 2 Zombo Points übrig. Was kann ich denn da machen? Irgendwas? So. Mechanik. Oh, warum nicht? Wir müssen das ja ausgeben. Ja. Ich glaube, da haben wir nichts falsch gemacht. Mhm. Und dann würde ich sagen... Let's hit the road. Und ich guck mal gerade. Ich glaube, das war eine ganz gute Runde. Ja. Und damit gehen wir mal auf die große Übersicht. Exite, bitte. Jumpscare. Damit gehen wir mal auf die große Übersicht und wir bedanken uns für diesen großartigen Abend mit was auch immer, mit euch. Was ist denn hier los? Und wir hoffen, dass ihr auch die nächsten Tage wieder reinschaltet. Ab Mittwoch gibt es auf jeden Fall wieder normales Programm. Dann machen wir hoffentlich dann Tales of Systeria fertig. Hoffe ich, das muss weg. Und eventuell sind wir morgen auch noch live, aber dazu würde ich Facebook, Twitter und Discord nutzen, um mehr darüber zu wissen, denn in der Umzugsphase, in der wir uns noch, wie ihr seht, befinden,
Kann natürlich alles passieren und wir wollen morgen ein bisschen was aufbauen, noch mal ein bisschen was schaffen, bevor dann die Arbeitswoche auch wieder losgeht. Deswegen hoffe ich, dass ihr da einfach da auf den Laufenden bleibt. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir irgendwas starten können. Vielleicht machen wir noch was zusammen. Mhm. Mal schauen. Spielen eine Runde RimWorld oder gehen dann nochmal zusammen was zückeln. Wie auch immer. Dankeschön für den Abend. Und wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, bin ich mir sicher, ihr wisst, wie das geht. Schaut mal in den Merchandise-Shop. Kauft eure Sachen über Kinguin oder Amazon über meine Links. Das fände ich ganz toll, denn da tut ihr Dinge, ohne dass ihr aktiv mehr Geld ausgebt. Das fände ich cool und ihr wisst, wie es geht. Bis zum nächsten Mal und danke für den Abend. Ciao. Ciao.